Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Craft the World. Wir sind auf der Suche nach dem Portalraum gewesen. Den haben wir auch gut gefunden. Das war nicht das Problem. Problem ist, dass wir da drin einen von diesen Wächtern haben, die wir nicht töten können ohne Mithrilwaffen, die wir noch nicht besitzen. Und das wiederum ist natürlich dann nicht so gut. Den Sand hier bauen die ziemlich schnell ab. Deswegen müssen wir unser Bäumchen hier weiter aufbauen, um hier an diese Mithrilwaffen zu kommen. Aber bis wir da ankommen, ist noch ein weiter Weg, glaube ich. Kann uns bestimmte ein oder andere Ressource fehlen. Geht der hier im Eiltempo? Nicht schlecht. Oh, da ist ein Beholder. Einfach so ein Beholder. Das ist ja nett. Komm, da. Lassen wir uns aber nicht direkt fallen, oder? Ja. Oh Gott! Genau, der Bogenschütze macht ihn kalt. Der ist da irgendwie festsitzen, das heißt, wird sich nicht wehren können. Das ist schon mal ganz gut. Niedriger Gesundheitswert. Was? Nein! Oh! Wie kommst du denn da hin? Ach du Schande! Ah, ärgerlich. Wieso bist du in dem Portalraum drin? Ich pack's nicht. In den Portalraum reingegangen. Warum? Warum zur Hölle? Ah, ist das ärgerlich. Nein, stopp. Stopp. Hier ist doch was. Es gibt es doch nicht. Na, sie sind Zwerg gestorben. Das ist sau ärgerlich, weil auch die ganzen Sachen da liegen und ich den nicht besiegen kann. Ah, ärgerlich. Sagte ich schon ärgerlich? Gott. Wieso passiert sowas? Wieso ist der da überhaupt hingegangen? Das ist doch da unten und wir sind hier am Ernten. Ah, keine Ahnung. Also die KI ist manchmal... Keine Ahnung. Hör nie, hör nie. Ärgerlich. Ärgerlich. Ja, das ist, sowas ist frustrierend. Muss ja nicht sein. Jede Menge Sand, den wir schön schnell abbauen können. Ein Tischler. Gott, das Schlimmste daran ist, wenn einer stirbt, dass es ewig dauert, dass die sich Level upen. Also es ist schon ärgerlich, wenn einer stirbt. Die haben ja diese Sachen hoch. Ich weiß auch nicht, wer gestorben ist. Sieht man nicht mehr, ne? Unser Ober, der schon hatte. Hoffentlich war es kein wichtiger, den ich brauche, um irgendwie was zu machen. Also was herzustellen. Das wäre sau ärgerlich jetzt. 3 Minuten kommt der neue, der nächste. Hm. Bringt mir auch nicht viel. Acht Minuten die nächste Welle. Wir haben einen Mann weniger. Grrr. Also Mist. Hm, da ist wieder irgendein Raum. Die wollen sie wahrscheinlich jetzt auch da unten bei dem gleich die Gegenstände holen. Das heißt, die greifen da an. Also das ist total bescheuert. Das wird, die KI wird denken, sie muss das einsammeln da. Irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen. Nee, 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 nee. Das wollen wir nicht. Deswegen... So, das merken wir uns mal die Stelle. Da müssen wir gleich wieder hin. Würde ich sagen, dass ihr euch alle jetzt mal hier rüber bewegen tut. Alle Mann... Hierhin bitte.
Kommt nämlich die nächste Welle. In der Zeit gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, ich kaufe mir eine Mithrilwaffe. Waffen. Ganz rechts wohl, oder? Oder auch nicht? Schade, dass man nicht Sachen verkaufen kann. Das ist auch doof, ne? Mit Drehschwert. 45. Könnte ich für fast zwei kaufen. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Der Hammer kostet nur 40. Wo ist der Unterschied zwischen Hammer? 45? 45. Kein Unterschied. Verstehe ich nicht. Wo ist der Unterschied zwischen dem Schwert und dem Hammer? Kann man das hier sehen? Nö. Nee. Schwert, Hammer. Hat aber nichts mit der zum Ernten von Bauzeug oder Holz zu tun. Das sind beides Waffen. Aber wenn die beide das gleiche kosten, dann nehme ich doch die. Wenn die beide das, den gleichen Schaden machen, dann nehme ich doch die günstigere Waffe hier. Kaufen. Nochmal kaufen. Okay, wir haben zwei Leute, die sie töten können. Wir werden in diesem Video wohl nach der Welle, obwohl wenn sie alle erstmal wieder gestärkt sind, endlich mal so einen Wächter töten. Oder eher gesagt zwei, wir wissen schon, wo zwei sind. Und wem gebe ich jetzt diese mächtige Waffe? Auf jeden Fall kein Fernkämpfer. Jetzt hast du eigentlich noch einen schlechteren Bogen. Klar, wir haben keinen Ersatz dafür. Waffen habt ihr alle in Ordnung, ne? Ja, am besten irgendein Krieger. Dir zum Beispiel. Stahlschwert. Ändern wir um gegen... Wo ist sie? Was? Was? Wo, wo? Hä? Bin ich blind? Was zur Hölle? Ah! Die liegen jetzt da hinten rum, ne? Ja, hier. Sammelt bitte mal die zwei Sachen ein. Gott, dafür muss ich das Teil wegmachen, ne? Ja, genau. Los, geht da hin und sammelt das Teil ein. Da, sofort. Brauchen wir jetzt. Ihr dürft die beiden da auch noch töten. Warum nicht? Den da auch. Bevor es hier losgeht. So, Mithrilhammer. Hervorragend. Krieger, wir haben zwei Krieger. 22, 32, der ist besser. Aber ihr kriegt beide so eine schicke Waffe. Fett. Richtig viel Damage. Okay. Soweit, so gut. Kriegen sogar unsere Bevölkerungszahl noch dazu. Du hast angegriffen. Von wem? Ja, vom Schweinchen. Das ist kein Problem. Achso, ein paar von den Tränken sollen wir zu uns nehmen, ne? Ja, du kannst. Du darfst auch, du darfst auch, du auch. Trinkt euch mal schön satt hier, wir brauchen ein bisschen mehr Mana. Astralenergie. Achso, bevor die Welle startet. Ah, wie sieht's denn mit eurer Gesundheit aus? Ach du Schande. Ja. Machen wir anders. Zwerg auswählen. Ausruhen. Ausruhen. Was macht ihr hier? Oh Gott, ihr sammelt wieder irgendeinen Kram ein. Schrecklich. Faulenzen. Schlafen gehen, bitte. Schlafen gehen. Bevölkerungszuwachs. Ja, hast ein Problem. Die Gegenstände, die du brauchst. Ressourcen sammeln. Nix da. Schlafen gehen. Keiner sammelt mehr hier Ressourcen. Und wir haben doch so Schilder gehabt, ne? Wo waren die denn nochmal, dass die da nicht lang gehen dürfen? Obwohl es am besten wäre, dass ich den... Huch, ein Drache.
Und diese Dracheneier, weiß ich auch noch nicht, was man damit machen kann. Besser wäre, ich würde den wieder zumachen, damit sie erst gar nicht da reinfallen. Naja, schauen wir mal. Noch besser ist, wir töten ihn, aber ich schaffe das nicht in 4 Minuten. Besonders sind die dann sehr wahrscheinlich alle geschwächt. Deswegen lieber warten. Und nach der Welle das versuchen. Ihr habt das schon mal angebracht, das ist gut. Diese Luke entfernen wir. Wir haben eine bessere Luke. Ach Mist. Ja, so. Luke dahin. Und halt. Wieso geht das hier nicht? Muss man da wohl anbringen. Ah, okay, muss man da anbringen. Was haben wir noch bekommen? Wir haben so eine Ziegelmauer gebaut. Sollen wir die mal irgendwo hinsetzen? Warum nicht? Einfach mal hier. Ja gut, da klettern die einfach drüber. Das ist nutzlos. Da bräuchten wir dann mehrere. Okay, wir können ja mal schauen, was wir noch fertigen müssen. Mehr von diesen Ziegelmauern. Warum nicht? Oh, das reicht aus. Sehr gut. Der Schneebaum. Level up. Das heißt, Eisenbahnbau. Metallrad, Lore, Schienen, Weiche, Kohle. Okay. Bier. Bier ist gut. Bier ist sehr gut. Ah, ne, braun Weizen ist gar nicht gut. Machen wir nicht. Tee. Blätter, Wurzeln, Beeren. Sowas haben wir. Sowas haben wir. Aber wir haben nicht viele Wurzeln, das ist schade. Aber wir brauchen das ja auch nur, um ein bisschen voranzukommen. Ja, so reicht, ne, oder? Was haben wir noch hier? Ein Eintopf, einen leckeren. Ein paar Blätter. Ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Kohle, haben wir auch viel von. Wir haben kein Wasser, das ist schlecht. So, haben wir ein bisschen davon was. Willst du Sofa, Glasvitrine und dergleichen bauen? Wollen wir eigentlich nicht. Das bringt mir eine Glasvitrine gar nichts, ne? Komfort. Nö, wir wollen kein Komfort. Ein Luxusbett. Das sind wahrscheinlich die besten Betten. Tisch mit Tischtuch. Toll. Eine große Kochstelle. Das ist wiederum interessant. Kann man so wahrscheinlich besser mit kochen. Ziegelmauern. Sehr schön. Und ein Topf. Machen wir erstmal einen Topf. Topf? Eisenerz. Ärgerlich. Ja, stell mal eins her. Müssen wir gleich nochmal gucken. Was haben wir hier Neues? Weiche Loren. Die wollen wir eigentlich nicht bauen, aber es wird ja wahrscheinlich nicht anders gehen. Ja, wir werden es uns wahrscheinlich nicht da weiterkommen bei dem Kram. Vielleicht machen wir das einfach mit Essen. Muss Gegenstände fällen, um die Forschung dieser Technologie zu beenden. Bla 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 bla. Aber wir werden dieses Lorenzeug trotzdem bauen müssen, sonst können wir es nicht bauen. Bau eine Eisenbahn. Gibt sogar Erfahrungspunkte dafür. Loren auf Schienen können Zwerge rascher horizontal durch Minen transportieren. Ja. So, keiner unterwegs sonst. Da ist ein Drache. 3 Minuten. Derzeit können wir mal ein bisschen Fressalien hier wieder hinlegen. Was haben wir denn da Schönes? Ein bisschen Grillfleisch. Grillfleisch, Grillfleisch. Legen wir es mal dahin. Tee wird noch produziert, genau wie das auch. Hier, da. Apfelkuchen haben wir. Apfelkuchen ist gut. Zack, 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 zack.
Weil könnte das Grill vielleicht nicht mehr sehen, ne? Ist nicht mehr hin. Haben wir hier irgendwo noch was? Ne. 2 Minuten. Also wir werden hier nicht dran vorbeikommen. Wir brauchen mehrere Metallräder dafür. Die wieder mit Erz hergestellt werden. Dann mach mal 3, damit wir das 2-mal bauen können. Wo war das? Hier war das. Können wir 2 Stück von bauen. Schiene baut auch einfach nur Erz, das ist also nicht das Problem. Erz, 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 Erz ist das Problem. Okay. Haben zum Glück ein bisschen neu produziert. Ein paar Nägel haben wir auch. Und ein bisschen Holz haben wir auch. Produzieren, 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 produzieren. Eisenbahnbau. So, aber natürlich mit so vielen Weichen, das ist natürlich totaler Blödsinn. Aber wir müssen halt... Schienen, davon brauchen wir ganz viele. Wenn wir es denn bauen wollen. Ah, da gibt es auch richtig viel für. Leider hier nicht so. Was war das sonst noch? Kohle. Lore, Metallrad. Metallrad bringt also auch was. Wir können 2 Loren gleich bauen noch. Die würden vielleicht schon ausreichen. Und Kohle können wir noch schauen. Kohle, Kohle. Wie stelle ich Kohle her? Aus ganz viel Holz und Erde. Oh, Hammer. Hammer. Das reicht ja schon aus. Schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir werden den nächsten Baum gleich auch fertig haben. Lecker Wasser. Das ist eigentlich nicht wichtig hier, Lorenbau, oder? Portal ist doch 1000-mal schneller. Warum sollte ich hier... Naja, wir testen es mal aus. Was ist eigentlich mit dem Neuen? Ha, stimmt ja. Wir haben 9 gehabt. Ganz nach rechts. Fobur. Leider habe ich nichts Vernünftiges anzuziehen für dich. Hier ist eine Holzrüstung. Kriegst noch einen Lederhelm. Besser als nichts. Bewaffnung. Steinmesser ist natürlich totaler Rotz. Kriegst eine schöne Eisenaxt. Eine Eisenspitzhacke. Und darfst ein Stahlschwert haben. Stahlschwert ist besser, oder? 25. Ja, ein Stahlschwert ist das Beste, was wir da haben. Puh, Schuhe habe ich nicht. Da habe ich auch nichts für dich. Du bist Schmied. Das finde ich nicht schlecht, aber... Was wir wirklich für dich brauchen ist... Haben wir nicht. Bergbau. Bergbau wäre wichtig gewesen. Alles andere brauchen wir eher nicht. Handsäge. Oh, erhöht die Effizienz vom Bergbauarbeiten. Heiltränke, die sollte ich mir jetzt gleich mal irgendwo hinlegen. Die könnten wir vielleicht gebrauchen. Ich will die da drin haben. Das geht von hier nicht. Tomatentränke haben wir auch genügend. Ja, das heißt warten, dass die produzieren, produzieren, produzieren.
auch schon bald wieder ein Level ab. Also sollten wir gleich, wenn wir die Lore gebaut haben, sowieso auch wieder ein Stück weiter sein und einen 12. Zwerg bekommen. Also ich hoffe, die kommen von links. Da haben wir eine schöne Mauer aufgebaut. Rechts auch. Reicht das aus? Ah, oh, die Welle startet. Da werde ich mit all euren Arbeiten aufhören müssen. Und euch sammeln müssen. Ey, supi. Das haben wir nämlich auch jetzt schon. Das heißt, wir haben nur noch Ingenieurwesen und wir dürfen dann eigentlich direkt rechts hier rüber. Sehe ich doch richtig. Wir müssten diesen oberen Reiter, also können wir komplett außer Acht lassen. Gut, wir werden natürlich irgendwann sowieso hoch machen. Genau wie das untere. Aber warum sollte ich... Weil wir sehen ja hier, das sind wirklich nur noch Silberrüstung, Silberwaffen, die hier kommen. Wir sind hier schon bei dem Stahlzeug dran. Und hier unten kommen Goldrüstung und Waffen. Wenn ich einfach über diesen Reiter schon die besten Rüstungen und die besten Waffen kriege. Weil Mithrilse wahrscheinlich selten ist, oder? Das weiß ich jetzt nicht genau. Stahltür. Aufzug. Tesla-Turm. Das wird interessant. Tesla-Turm. Geil. Dieser Turm trifft angreifende Feinde mit einem Blitzschlag. Er kann bis Level 3 verbessert werden, indem man noch zusätzliche Abschnitte draufsetzt. Geil. Mithrilerz kostet aber dafür. Davon haben wir aber ein bisschen was, glaube ich. 71 schon, nicht schlecht. Goldbarren, Silberbarren. Stahltür könnten wir bauen. Brauchen ein weiteres Schloss. Das machen wir alles gleich. Jede Menge neue Aufgaben. So, 2 Sekunden. Wo kommt ihr? Monsterportal geöffnet. Da ist es. Sie kommen von links. Und ich sehe Beholder. Oh, der mächtige Zombie hat direkt mal hier ein bisschen Gras weggehauen. Das ist ja krass. Da kommen sie nicht hoch. Der Beholder kommt da leider hin. Die Tür lassen wir auf. Die sollen da reinfliegen und an allen Sachen vorbei. Wir warten erstmal, damit ihr noch weitere Sachen machen könnt. Das ist schon mal sehr gut. Die Zombies werden alle nicht reinkommen. Wir haben keine Dämonen. Das heißt, diese Welle wird easy. Oder? Die bauen sich natürlich was hier hin. In späteren Leveln werde ich sehr wahrscheinlich ganz viele Mauern bauen. Damit schnell die dass die es gar nicht schaffen, zu mir zu kommen. Bevor die Nacht rum ist. Und die werde ich dann höher bauen irgendwie bis hier. Oh nein! Da kommen sie doch. Da kommen sie doch. Okay, dann sammeln sich jetzt mal bitte alle hier. Oh, sie überfliegen uns. Greifen von da an. Sie wissen, dass hier die Geschütze sind. Kann das sein? Ärgerlich. Tür ist doch auf. Kommt da durch, Idioten, die Tür ist auf. Das gibt's da nicht. Komm, raus da, Attacke. Okay, die sind echt zu doof, da irgendwie durchzufliegen. Neue Kreatur? Was? Gargoyle. Gargoyle. Eine Schar von Gargoyles greift die Festung und Zwerge von oben an. Bei Sonnenlicht erstarren sie zu Stein, aber wie die Dunkelheit hereinbricht, erwachen sie zum Leben.
100! Könntest du mal bitte hier ein bisschen was machen, Jungs? Greif da mal bitte an. Ich weiß, ihr habt keine Lust. Wo auch immer der Gargoyle ist. Haben wir den schon vernichtet? Keine Ahnung. Die Beholder kommen auch nicht hoch. Sehr schön. Gefällt uns. So kann das bleiben. Geld droppen sie auch gut. Bräuchte Nummer 40 für eine weitere Mithrilwaffe. Da, den auch noch töten bitte. Bogenschützen Power. Sehr schön. Ja, dann kann die Nacht jetzt rumgehen. Beiden Kochstellen mache ich weg. Kommen dann nochmal weitere Geschütze hin. Zum Beispiel Tesla. Wo hier draußen die auch nicht schlecht wären. Diese Farm hat irgendwie gar nichts gebracht. Falls einer irgendwie weiß, wie ich hier Wolle selber produzieren kann, durch dieses Gedöns, das hat ja irgendwie nicht geklappt. Das wäre echt schön, dass man mir irgendwie sagt, wie kann ich Schafe einfangen, da reintun oder so. Also doch, das passt richtig. Tja, ihr werdet euch jetzt alle auflösen. Ach, ist das herrlich. Es wird Tag. Ja, wumm. Ja, genau. Und die leben weiter. Okay. Kommt vielleicht bei der nächsten Welle. Viel Spaß, ihr blöden Beholder. Oder verschwindet ihr nicht auch noch? Ich glaube, die verschwinden auch noch. Ja, genau. Wenn das Portal weg ist. Sehr gut. Und droppen nichts, ne? Hier, da muss ein Gargoyle gewesen sein. Der hat den Stein dahin geworfen. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Dann machen wir hier nochmal einen Break. Bis demnächst. Euer Trojan.